Mein Name ist Inspektor Jacques Clouseau. Vor wenigen Tagen war hier ein Gesenius, 18. Auflage, und ist jetzt weg. Und ich soll die Sache lösen. Wo kann er bloß sein? Mein Name ist Inspektor Jacques Clouseau. Ja. Ich bin gerufen worden, hier eine Sache zu lösen. Ihr Gesenius, 18. Auflage, wurde geklaut. Oh. Wissen Sie, was so ein Buch kostet? 100 Euro. 100 Euro? Das ist aber viel. Herr Fenske, wer hat Zugang zu Ihrer Bibliothek? Eigentlich nur die Studenten, die Dozenten hier und ich. Also kann nicht einfach irgendjemand hier rein marschieren, außer er hat einen Schlüssel oder so? Und kann ein Student oder ein Professor einfach so ein Buch aus dem Regal nehmen, oder wie funktioniert das hier? Ja, er kann das rausnehmen, aber er muss einen Stellvertreter einstellen, das heißt einen Schein ausfüllen. Jeder sieht, wer hat das Buch hat. Solch einen Stellvertreter gibt es nicht in der Lücke, wo der Gesenius 18. Auflage jetzt nicht steht. Dann hat ihn jemand geklaut. Deswegen bin ich hier. Ein Theologiestudent. Wie ist Ihr Name? Martin Paul. Also Herr Paul. Mein Name ist Inspektor Jacques Clouseau. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, können Sie gerne. Sagen Sie mir, können Sie Hebräisch? Ja, doch. Ja. Alles kommt zur Bibel. Also, bei mir besetzen. Wie gehen Sie da vor? Also, man betrachtet den Text zuerst in der hebräischen Bibel und dann übersetzt man mit Zugänglichen, und manchmal, wenn es auf Worten trifft, die man nicht kennt, dann gebraucht man manchmal Ausdrücke, zum Beispiel die Genius. Herr Paul, ich lasse Sie nicht aus den Augen. Das wissen Sie. Verlassen Sie ja nicht die Bibliothek! Habt ihr was, wenn ich noch zum Klo muss oder mich essen? Darf ich zum Zimmer auch noch? Verlassen Sie nicht die Bibliothek oder Ihr Zimmer! Und wenn ich mal zum Rewe muss, zum Einkaufen? Verlassen Sie nicht die Bibliothek! Okay. Mein Name ist Jacques Clouseau, Inspekteur. Wie ist Ihr Name? Alexander Weidmeier, sehr erfreut. Von Ihnen habe ich viel gehört. Sie sind schon lange hier? Ja, wahrscheinlich haben Sie auch deswegen von mir gehört. Und Bücher,
Haben Sie schon... Gibt viele hier. Haben Sie schon von diesen Büchern aus der Bibliothek herausgenommen? Bücher aus der Bibliothek? Ja. Bibliothek ist eine Präsenzbibliothek, ist eine Präsenzbibliothek, ist eine Präsenzbibliothek. Mhm. Beantwortet das Ihre Frage? Vielen Dank für Ihre Zeit. Guter Student. Bisher sieht die Lage so aus. Wir haben einen Verdächtigen. Der Herr Paul, der sitzt ständig hier in der Bibliothek. Sehr einfach. Das muss er sein. Der hat einen Schlüssel. Der hat Zugang zur Bibliothek. Der liest viel. Der kann Hebräisch. Was wollen wir mehr? Hängt jetzt nur noch von der Zeit ab. Dann haben wir den. Wir müssen jetzt nur rausfinden, wo er den Gesenius versteckt. Mein Name ist Inspektor Jacques Clouseau. Sie sehen müde aus. Ja, ich habe eine Woche lang Hebräisch übersetzt. Nicht wichtig. Denn wissen Sie, wo der Herr Paul sich versteckt? Nein. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem gestohlenen Buch. Ach so. Und er ist auf meiner Liste. Nicht gesehen? Nein, ich war eine Woche lang. Nicht gesehen? Nein. Gesehen? Nein. Könnte. Gesenius ist ja wieder da. Inspektor Clouseau, Sie haben den Fall gelöst? Ja, natürlich. Bitte schön, Herr Penske. Lächeln Sie.